Das fährt für den schweren Zug in der Landwirtschaft bei oder auch im. Das ist Heim vom Mager und Fecht. Der Trana, die Schawanne, das ist in ungefähr gleich alt, so um die gute 80 Jahre. Zwei Methoden, die zu frisieren. Die eine, man schneidet oben eben ab, also im rechten Winkel, dann ist sie einfarbig. Wenn jetzt geschickt gepflegt werden, dann machen die weiße Haare jetzt kürzer und dadurch wird die Mähne zweifarbig. Sehen Sie da am Karpalgelenk. Oh. Das ist praktisch der kleine Verwandte, der aus diesem Zweihauses rückgezogen worden ist. Elegant ist, sehr windig ist und eine tolle Ausstrahlung hat und auf den Menschen eingehen kann. Ein Pferd, das auch in der Oberlinie. Außer hat er wunderschöne Biegen, die oft im Messing sind. Und hat genau denselben Schmuck wie die Adresse. Es gab einmal den roten Schal. Es gab, und das haben wir jetzt noch nicht erklärt, Im Shire-Wallach, geritten von Thilo Dannenmann. Hans Meidel aus Oeltingen und Paul Dichtler, Gespann Noriko und Torsch und den Langholzwagen. 18 Kinder. Familie Mayo mit einem Einspanner-Klassik-Pony. Alle Sulk, die haben die eingeschätzt. Ist okay, mach im Anspruch. 21, Gerhard auf dem Sitz und Anita auf dem Sitz mit einem Viererzug-Haflinger. 22, Frank Leiter und Inge Gröninger und ein Einspann süddeutscher Teilflüger. Die Angelika Wucht, ebenfalls angespannt für die Deutsche.
Sabine Hupp und Petra. Sie haben die zwei Schlagzeilen. Die 37. Hallo, haben wir schon gespielt? Wir haben gespannt, wir haben Sabrina Köln getroffen. Wir haben gespannt, Freibauer. 39, die Gebrüder Thai für Seidenstetten mit ihrem gespannten Rekord. Dahinter reibt sich die Haarreihe raus. Und die Leine bleibt sich an. Wir haben ein junges Kalb geladen, wenn ich es richtig sehe. 63a. Und Ilja Beulere mit einem 6er Zug, Schwarzwalder Füchse. 71, Josef Bauser mit einem gespannten Rekord in der Ilja Uke war. Ja. 72, die Familie Gerhard Schillinger mit seinem gestern Jobzahler und den Dreschern, den Drescherwagen der Hofgemeinschaft Mühlenburg-Kitzinghof. Halbhüter und den Mini. Auf jeden Fall.
Olli Schemrafit? Lauf wie ein Angel. Theo Zaloch aus Schweig aus. Wieso kann ich fragen? Es ist ein historischer Wagen. Er behält es tut. Sitz. Und jedes Mal, wenn Sie im Rostag kommen, Oma. Ich darf euch ganz, ganz herzlich grüßen vom Heimat- und Geschichtsverein in Laudern, die Bartler Mellner. Ich auch, Halle, wir waren nicht hoch zu Fuß, wir waren zu Fuß und es hat auf jeden Fall ganz arg viel Spaß gemacht. Wunderschön geschmeckt mit Gladiolen. Es ist schon oben hier gemacht, man kann die zwei Geräte anrufen, dann werden wir richtig mitgerechnet. Das erste Mal bei uns. Und wenn wir da ganz genau gut nachgucken, da ist schon das Sandseide. Das Sandgaul. Ein Kanone, wenn ihr nicht gesehen, oder? Hat es gleich so was zu tun. Also er ist zum ersten Mal da, habe ich eben schon. Super. Hat gedacht, gib schon mal einen Kräuterwagen von Anfang. Nächstes. Und ich muss einfach hier am Kopf sein, hört er wieder ein. Und das zweite Mal dabei, hat heute zwei junge Geld dabei. Wunderbar, Doppelfuchser. Da kann ich nicht ausstellen, wenn das sie gekriegt hat. Am Anfang war sie ein bisschen nervös, aber immer wunderbar. Nummer 54, ein Wagen. Mit einem Aufbein drauf, weg in der Mama, du musst gleich mal stolpern. Heimat, 54a, die Linda und die Sophie Fritz aus Kaisersbach mit ihrem Pony gespannt. Ja, die drei Wäger. Dann haben wir die 61a, die Sabrina Ziegler aus Berglenstreich mit ihrem Pony Niki. Und dann Futterwagen. Den Herzfelder Moschti. Die Herzfelder Moschtis sind eine Männergesangsgruppe aus Auenheim, mögen gerne Moscht. Zuständig der Thomas Becker mit seinen Pferden. Und jetzt sagen wir, es ist die machen auch die 90, die machen 90, aber das gibt es Punkt. Schon seit 1817, als der Wilhelm der Erste gesagt hat, nach den 100 Jahren, dass die anderen Kinder nicht mehr mitfahren, das weißt du nicht, der Ding ist einer mit dabei. Habt ihr was, was da war? Klasse. Und jetzt kommen die Hohen mit dem Deutschen Stall zurück. Jetzt kommt der Hand. Da bist du gerade offen zu holen. Weil das sind die Besten. Ich weiß nicht, nichts hat der Kartoffler oder ein Kein. Ich habe auch gar nicht gewusst, dass die Andrea der Karl Martin kennt. Aber der passiert in den Schafen und zwei aus. Und ich glaube, das tatsächlich. Das ist das erste Mal, wenn unsere Wagen macht, ein paar mehr. Das ist furchtbar toll, hat Spaß gemacht. Natürlich, hat super Spaß gemacht. Schönen Dankeschön.